Hallo liebe Freunde, heute habe ich euch drei Dystopien, drei düstere Zukunftsszenarien mitgebracht. Das erste ist Die Mauer von John Lancaster. Eine Mauer umschließt das Inselreich und alle jungen Bürger und Bürgerinnen müssen Dienst auf dieser Mauer als Wachen versehen. Die Welt ist geteilt in wir und die anderen. Die anderen sind jene, die quasi über die Mauer nach Großbritannien kommen wollen. John Kavanagh ist einer dieser jungen Wachsoldaten und er lernt das harte Leben auf der Mauer kennen und dann kommt es zu einem tiefgreifenden Zwischenfall, der sein Leben völlig verändert. Das zweite ist Nanos, des hauptberuflichen Designers Timo Leibig. Deutschland in naher Zukunft. Bundeskanzler ist ein Chemiker namens Johann Kelis und ihm ist es gelungen, das Denken der Menschen durch Nanopartikeln zu kontrollieren, die über die Nahrung aufgenommen werden. Manche wenige sind resistent dagegen, die formen einen Widerstand. Und Protagonist ist aber der Sträfling Malek Grabowski, der aus der Haft geflohen ist und sich diesem Rebellentrupp anschließt. Es ist ein actiongeladener Zukunftsthriller. Eine Fortsetzung ist im Mai 2019 erschienen. Das dritte ist eine Graphic Novel, Endzeit von Olivia Fiebeck, die für dieses Werk mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Es ist die Geschichte von Eva und Vivi. Die Zombie-Apokalypse ist über Deutschland hereingebrochen. Die Menschen leben in abgeschotteten Gebieten, die eben immer vor den untoten Eindringlingen geschützt werden müssen. Vivi fürchtet sich, Eva gehört einem Instandhaltungstrupp an und eines Tages passiert es, Vivi muss ihren Dienst zur Erhaltung der Barriere antreten. Im Gegensatz zu den üblichen amerikanischen Zombie-Szenarien liegen heute in Zentraleuropa nicht überall Waffen herum, mit denen man sich gegen die untoten Herrscher wehren kann. In dieser Story wird auf Heilung gesetzt. Das dicke Ende kommt zum Schluss. Ich hoffe, es war für euch etwas dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.